Hallo Leute, da bin ich wieder. Euer Kalle von jetzt steht's 5 vor 12. Ja, Kalle! Ja, stimmt doch. Aus vielerlei Gründen. Der eine ist die Kiste mit der Bundesregierung. Schaffen alle Beteiligten, sich zusammenzureißen, so nach dem Motto sicher, sozial und frei und wir bekommen endlich wieder eine Regierung? Oder klappt das nicht? Und es wird weiter rumgedibbert. Schön wär's, obwohl. Ja. Allein, man weiß es ja nicht. Aber noch wichtiger, jedenfalls für uns, ist jetzt am 20. Februar ist Wüstenrottag bei YouTube. Wenn ich dem Spiegelartikel von letzter Woche Glauben schenken darf, die haben nämlich geschrieben, dass man dann aus dem etwas besseren Programm von YouTube rausfliegt, wenn man keine 1000 Abonnenten hat. Stimmt das? Ja, so ist das. 1000 Abonnenten. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Hä? Und ohne, dass wir diese Zahl kannten, haben wir ja schon vorher immer gesagt, bitte helft uns, 1000 Abonnenten zu bekommen. Ist ja kostenfrei und schadet ja niemandem, aber uns hilft das. Mhm. Tja, dazu werde ich dann nächste Woche nochmal was sagen. Aber vielleicht könnt ihr ja jetzt schon mal gucken, ob ihr Freunde, Verwandte und wen auch immer, der an Spencer interessiert ist und seiner Truppe, ob ihr die mobilisieren könnt. Das wäre toll. Ich danke euch jetzt schon mal vorher für euer Engagement. Also, bis zum 20.02., also in einem Monat von jetzt an gerechnet, müssen wir das geschafft haben. Tja, Leute, und heute gibt's etwas aus dem Dorf aller Dörfer, dem Spencerdorf, und da spielt eine gewisse Pinnwand eine Rolle. So eine Wand, wenn sie da ist, schön, aber wenn sie nicht da ist, vor allem, wenn man sie braucht. Oh je. Und auf der Wand kann man dann anzeigen, was man loswerden will, was man sucht, was man verpasst hat oder was man noch gar nicht hatte und trotzdem haben möchte. Klingt wie im Augenblick die Frage nach einer neuen Bundesregierung, ja? Und vielleicht werden manche erst durch ein Angebot auf dieser Pinnwand aufmerksam auf etwas, was sie schon immer wollten. Aber es wird ihnen erst durch diese Pinnwand wirklich bewusst. Naja, Marke verloren, gefunden, tauschen. Das sind die Kategorien. Schaut's euch selbst mal an. Mhm. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Spencer. Oh, Elvis, was seufzest du so? Weil ich so furchtbar viel Zeug abwischen muss, wenn ich hier im Studio mal ordentlich sauber mache. Ach je. Aber wollen wir nicht die olle Pinnwand abmontieren und auf den Sperrmüll schmeißen? Was? Nein, 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 nie und nimmer. Ja, ewig ist die nicht mehr benutzt worden, die hängt bloß noch hier, damit ich die Rahmen sauber mache und mich drüber ärgere. Also Elvis, Das geht nur, wenn wir die Leute fragen. Komm mal hierher. Hallo. Hallo! Leute, Leute! Dorf-Volksabstimmung! Soll die Pinnwand hier im Studio weg oder soll sie bleiben? Wer für weg ist, hebt die Hand bitte. Aha. Und wer ist nun dafür, dass sie bleibt? Hände hoch! Aber wehe! Ihr benutzt die jetzt nicht! Ich mach doch nicht dauernd den Rahmen von dem Ding sauber, das jahrelang ungenutzt rumsteht, klar? Ja, hängt. Was? Hängt, rumhängt, die Pinnwand hängt. Auf jeden Fall muss hängt. Ich sie abstauben. Leute, Leute, wir haben eine Ecke für Sachen, die gefunden worden sind und eine für verlorene Sachen. Und dann haben wir noch eine Tauschecke. Ihr könnt also alles hinschreiben. Ja, aber es gibt welche, die können gar nicht schreiben. Die pinnen Piktogramme hin. Piktowasse? Piktogramm, Bilderschrift. Wer einen Schlüssel verloren hat, malt einen Schlüssel hin. Aber ich hab doch überhaupt keinen Schlüssel verloren, Lexi. Ich auch nicht. Karl Ottochen, das war doch nur ein Beispiel. Also, wer nicht schreiben kann, soll malen. Ach so. Das ist gut, malen kann ich prima. Gut, Leute, wir erwarten euch. Ja. Tja. Ich mach sie ab. Kommt ja doch keiner. Machst du nicht, Elvis.
Das war schließlich eine Dorfabstimmung, die Stimme des Dorfvolkes. Muss den Leuten doch Zeit lassen. Jeden Moment kann jemand kommen. Bloß Lulu natürlich nicht. Hä? Wieso Lulu nicht? Na, weil sie nicht in der Konferenzschaltung war. Ach so, nein. Dann kann Lulu nicht kommen. Was? Kann ich nicht? Kommen! Lulu, wieso bist du denn hier? Ja. Gibst du mir bitte was zum Anpinnen? Ja, woher weißt du denn? Was? Tja, du warst doch gar nicht in der Konferenzschaltung. Ja. Was für eine Konferenzschaltung? Lulu, du kommst einfach so, weil es dir eingefallen ist, einen Zettel anzupinnen? Ja. Ist das denn verboten? Nein, aber ganz im Gegenteil. Nein, was ist es denn? Ausprobierer für Erfindung gesucht. Treffen nachher bei den Quietschboys. Was ist es denn? Um was geht's denn? Was für eine Erfindung? Psst, ein Geheimnis. Das muss ich noch fertig machen. Tschüss. 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 Oh. Tschüss, mein Lieber. Leute, es geht weiter bei Poldi. Oh Mann. Da musst du einmal richtig in die Pedale treten und dann fehlt dir eine Flügelschraube. Mist! Weg aus, Äpfelarmen verloren, Fucicato. Moment mal. Was hat der Spencer da vorhin gesagt? An der Pinnwand ist eine Ecke für verlorene Sachen. Und der Lexi hat gesagt, genau, so ein Picto-Dings da muss ich malen. Und dann male ich jetzt so ein Picto-Dings da von meiner Flügelschraube. Lexi, du sollst leben und Spencer, du auch. Lalala. Picto-Flügelschraube. Danke, lieber Poldi. Elvis, weißt du, wer jetzt gleich reinkommt und die Pinnwand braucht? Poldi. Hallo, Spencer. Hey. Oh, hallo. Hallo, Karl Gustav. Ich wollte bloß mal gucken, ob schon einer was gefunden hat, was ich suche. Aha, ja, und was suchst du? Was steht denn hier? Ausprobierer für Erfindung gesucht. Ja? Nachher treffen bei den Quietschboys. Gut. Quietsch, von denen bin ich einer. Ach nee. Ja, und die Erfindung gar nicht mal so übel. Was? Hey, Karl Gustav. Ja? Erzähl doch mal was von Lulus Erfindung. Also, Elvis, du weißt ganz genau, was Lulu gesagt hat. Geheimnis! Ja, man muss ja nicht immer auf Lulu hören. Also, nun, Karl Gustav, nun, was suchst du? Ich hab doch so Lust auf Kopfhörer. Ich hätte doch so gerne so einen. Aber da steht noch gar nichts untergefunden. Da hängt bloß eine alte Socke. Ja, nun, die Zeit der Pinnwand ist noch nicht gekommen, die große Zeit, weißt du? Das geht ja langsam. Was hast du denn da gemalt? Guck mal. Sicherheitshalber, falls noch keine gefunden worden sind. Aha. Ich meine Kopfhörer. Ja, weil ich doch so gerne einen hätte, ja. Schön. Und warum hast du nicht geschrieben? Du kannst doch schreiben. Naja, weil so ein Pikta, das verstehen alle. Aber Schrift, das kann doch nur unser Eierkopf lesen. Ja, also ich finde das sehr gut getroffen und außerdem noch künstlerisch wertvoll. Ach. Naja, man ist ja nicht bloß Sänger. Oh la la. Ich bin das mal hier unter verloren. Du das? Nein, aber du hast doch gar keine Kopfhörer verloren. Elvis. Ja, aber ich such doch welche. So, Gustavchen, dann möchte ich jetzt mal wissen, wie lange wir noch ohne Schlagzeug proben sollen, hä? Ach Mensch, so ein Shit. Pass auf, pinn du das mal für mich an, ja? Mach ich gerne, aber ein Schlagzeug. Aber unter verloren. Na, mach mal hin, aber zack, zack, du. Ja, nun bleib mal locker, ja? Schwing die Keulen, Junge. Ich bin nicht so auf. Ach so. Spencer! Hey, häng das hin! Unter verloren! Oh, fein! Kann man das erkennen? Ja, klar, das ist eine Flügelschraube von deinem Fahrrad. Genau, das ist meine Flügelpiktoschraube vom Fahrrad. Spencer, was steht denn da? Da! Achso, da. Lulu sucht Ausprobierer für ihre Erfindung. Boah! Das bin ich! Was? Wann? Wo? Nachher bei den Quietschboys. Da fahr ich hin, wenn bis dahin meine Flügelschraube gefunden worden ist. Was meinst du, wie lange wird das dauern? Oh, ja, das kann ich so nicht sagen. Das kannst du so nicht sagen? Wie denn dann? Na, da gibt es natürlich überhaupt keine Vorhersagen. Du musst dich in Geduld üben, Baldi. Mano, Geduld! Geduld ist genau das, worin ich mich nicht so gerne übe.
Tja, Leute, es geht jetzt weiter auf dem Hausboot bei Mona und Lisa. Ein Ohrenwärmer, Paar für zwei. Das ist der allerletzte Schrei. Das ist der allerneueste Hit. Wir wiegen uns im Takt mit. Ohr an Ohr, Wange an Wange. So bleibt schön warm und zwar ganz lange. Ohr an Ohr, Wange an Wange. So bleibt schön warm, so bleibt schön warm. Da sind wir nicht bange. Ein Ohrenwärmer, Paar für zwei. Das ist der allerletzte Schrei. Bravo! Sehr gut habt ihr das gemacht, Zwillinge. Aber es ist doch gar nicht so kalt, dass man Ohrenwärmer braucht. Ja, die sind doch so schick. Seid ihr denn so arm, dass ihr bloß ein Paar für euch beide habt? Nein, aber die Lisa hat das andere Paar verloren. Was? Wer? Was? Was? Ich doch nicht, du. Nein, ich überhaupt nicht. Ich hab meinen noch gehabt. Aber du. Nein, das ist meiner. Und dann hast du deinen verschlammt. Gar nicht. Hört auf, euch zu streiten. Naja, solange wir unser Lied singen, geht das ja noch sehr gut. Aber wenn ich der Mona sage, du hast deinen verloren, dann du. Du. Also, das liegt nur daran, weil wir von allen Sachen immer gleich zweimal die gleichen haben. Mona? Möchtest du, dass wir uns verschieden anziehen? Nö, auch nicht. Ach, malt ein Ohrenwärmer und pinnt das Gemälde bei Spencer an die Pinnwand unter verloren. Das ist eine sehr gute Idee. Malst du uns den, Nepi? Du schon Nepi sagst. Ach, das könnt ihr doch allein. Ein Bogen und zwei Knubbel rechts und links. Ich muss noch Farbe besorgen. Von mir kriegt die Pinnwand auch was zu sehen. Na, Elvis, was sagst du nun? Wie unsere Pinnwand so prima geht? Ja, ist ja schon gut. Ich will sie ja gar nicht mehr abmontieren. Sag mal, was machst du eigentlich die ganze Zeit da oben? Was ich wohl mache? Sauber. Die Leuchtschrift hat schon seit Jahren kein Staublappen mehr gesehen. Hallo, Spencer. Oh, hallo, Cassie. Hallo, Elvis. Hallo, was machst denn du da oben? Sauber. Ach. Ich möchte das gerne unter gefunden anpinnen. Oh, das mache ich doch glatt. Oh, ja. Warte mal. Das habe ich gemalt. Ach, das sieht ja ganz genauso aus wie die Verlustanzeige von Karl Gustav. Oh ja, tatsächlich. Ja. Sehr ähnlich. Dann gehören die Ohrenwärmer, die ich gefunden habe, dem Karl Gustav. Nein, Kali, das ist doch ein Missverständnis. Was steht denn da? Ach, Lulu. Lulu sucht Ausprobierer für eine Erfindung. Treffen nachher bei den Quietschboys. Oh ja, da gehe ich nachher hin. Zuerst aber muss ich die Ohrenwärmer holen und dann Karl Gustav bringen. Tschüss. Kasi, halt mal, das ist doch alles ganz anders. Da kommt was durcheinander. Vorsichtig. Entschuldige bitte vielmals. Wenn man mit einem solchen Fresser zusammenstößt, sollte man besser höflich bleiben und besser nicht fragen, wer denn hier wohl nicht aufgepasst hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Kasi manchmal ganz schön frech, hä? Oh. Ja, frech? Kasi doch nicht! Elvis, was machst denn du da oben? Sauber! Ja, ich wollte bloß mal gucken, ob eine Flügelschraube untergefunden da ist. Oh nein, Poldi, tut mir leid. Noch gar nichts da. Manu, wie lang dauert denn sowas? Vorsicht! Oh, ich fressen! Ja, aber erst, wenn ich meine Flügelschraube hab. Habt ihr aber Glück gehabt. Hallo, Elvis, was machst du denn da oben? Sauber! Spencer, Spencer, die Mona hat was verloren. Hier, guck mal. Was, ich doch nicht. Ja. Lisa hat das verloren. Nein, Moment, jetzt will sie es mir anhängen. Moment mal, das sieht ja genauso aus. Also, das sieht ja auch so aus wie das hier. Was meinst du mit auch? Also,
Wenn du das Gleiche verloren hast, dann schreib doch einfach Lisa drunter. Ich schreib nicht Lisa drunter. Die Mona schreibt Mona drunter. Was? So. Was? Ja, ich hab das doch nicht verloren. Ja, du hast die verloren. Du. Nein, du. Du. Ruhe. Wir stören Elvis ja beim Staubwischen. Ja. Wisst ihr was? Wir klären das Ganze. Ich schreibe da oben Zwillinge drunter. Na gut. Ja. Was steht denn hier? Ach, Lulu sucht Ausprobierer für die Erfindung. Treffen nachher bei den Quietschbäusen. Au, das ist bestimmt was mit Mode. Da gehen wir nachher hin. Hm. Wir gehen jetzt schon mal hin und fragen Karl Gustav, wie seine Ohrwärmer aussehen. Na, ist gut. Okay. Gut. Ja gut, dann tschüss. Du hast nämlich den Ohrwärmer verlieren. Nein, ich hab meine die ganze Zeit noch aufgehabt. Du! Sag mal. Ne? Du weißt, dass du da ein dickes Ei gelegt hast. Ich weiß. Karl Gustav sucht Kopfwärmer. Und die Zwillinge suchen Ohrenhörer. Ich meine natürlich Kopfhörer. Und ich meine natürlich Ohrenwärmer. Das kommt, weil Ohrenwärmer und Kopfhörer, die sehen sich alle im Piktogramm sehr ähnlich. Find das lustig. Leute, es geht jetzt weiter bei den Quietschboys, aber die singen noch nicht. Die proben erst noch. Das ist eine Musik, was? Dunkel! Hey, Karl Gustav, wir müssen dich sprechen. Was wollt ihr denn? Sag mal, wie sehen denn deine aus? Wie sehen denn meine aus? Na, was du verloren hast, Mann. Ja. Hä? Wieso verloren? Ach so, was ich suche. Ja. Also so ein Bügel und links und rechts zwei. Guck mal hier, so? Genau so. Was haben denn deine für eine Farbe? Ja. Ach, am liebsten schwarz. Was meinst du mit am liebsten? Unsere sind blau. Ach, habt ihr auch welche verloren? Wir nicht, nein. Mona hat welche verloren. Ich nicht, Lisa. Hey, Gustav Schön, was ist hier, eine Probe oder was? Ja, nun bleib mal locker. Ja. Jetzt gehen wir mal. Dann sehen wir mal. Ja, tschüss. Du, Lulu. Ja? Wir kommen später zum Ausprobieren, ja? Ja, fein. Du, Lulu, was gibt's denn auszuprobieren? Ja. Das ist noch geheim. Ach, tschüss, Lulu, bis nachher. Tschüss. Tschüss. Mann, bin ich gespannt. Ich hab dich erst. Ach, hallo, Kali. Hallo, ihr beiden. Hallo, Quietschboys. Oh, dauernd diese Störungen. Ach ja, ich bin ja schon leise. Hallo, Karl Gustav. Ja, was ist denn? Hey, guck mal, was ich hier habe. Ja, Moment mal, ich komm. Hä, was soll denn das sein? Na, die hast du doch verloren. Erkennst du sie nicht wieder? Das sollen Kopfhörer sein? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Ton Musik rauskommt. Wieso, da kommt auch kein Ton Musik raus. Aber wärmen können sie dich. Ach, das sind ja Ohrenwärmer. Ja, yeah, was hast du denn verloren, hä? Naja, ich such Kopfhörer. Wie, Kopfhörer? Ach so, Kopfhörer. Tja. Also Kopfhörer und Ohrenwärmer, die sehen auf so einem Kilogramm natürlich ziemlich ähnlich aus. Du, Kasi, ja? Das heißt Spickelgramm oder so. Ja, naja, aber du hast trotzdem recht, die sehen sich ziemlich ähnlich. Ja. Nur die Ohrenwärmer, die dudeln nicht. Ja, genau. Und Kopfhörer, die wärmen nicht. Hey Leute, Probe von Anfang mit allem. Fremde raus, aber zack, zack. Ja, ich geh ja schon. Von nix kommt nix. Du, Lulu, ich komm dann nachher zum Ausprobieren, ne? Ja. Um was geht's denn? Geheimnis. Oh, Geheimnisse probiere ich besonders gern aus. Tschüss. Tschüss. Elvis, was machst du da? Tja, was wohl, sauber. Ach, bist du aber gründlich. Huch, wer steht denn da jetzt noch drunter, Spencer? Die Zwillinge. Ach, das ist aber komisch, dass die auch Kopfhörer verloren haben. Quasi. Die haben deine Ohrwärmer. Na, was gedenkst du zu tun? Ich doch nicht. Na, wer denn? Na, heute gedenkt die Pinnwand was zu tun. Ach, die kann nicht denken und nicht tun. Jetzt sollen auch noch die Zwillinge Kopfhörer verloren haben. Also so ein Quatsch. Und was ist? Na, was soll sein? Naja, ist meine Flügelschraube endlich von verloren zu gefunden rübergeflügelt? Leider noch nicht. Und außerdem heißt das rübergeflogen. Aber für eine Flügelschraube hört sich das viel schöner an, rübergeflügelt. Ach so. Rübergeflügelt. Na,
Ich bin ja gespannt, wer jetzt als Nächster reinkommt. Ja, jetzt kommt erstmal keiner. Und dann kommt das große Ohren-Kopf-Wärmer-Hörer durcheinander. Ja, hallo, Spencer. Hallo, Nepomuk. Ja, hallo. Na? Na, hallo, Nepomuk. Elvis, ja? Ich hab dich ja gar nicht gleich gesehen. Was machst du denn da? Na, sauber, ich bin doch hier die Putzmarie. Und was willst du? Ich liebe diese großen freien Flächen von Pinnwand. Oh, und was willst du anpinnen? Nichts anpinnen. Och, malen. Alice. Große freie Flächen. Du kannst doch schreiben. Na und? Ja, dann schreib doch auf die Pinnwand. Meine Botschaft lässt sich nur mit Farben erzählen. Und was ist deine Botschaft? Dass das hier eine große freie Fläche ist. Und die habe ich gerade erst sauber gemacht, die große freie Fläche. Na und? Tschüss! Oh nein! Hallo, Spencer. Hallo, Gustav. Oh, frisch gestrichen? Ja, so kann man sagen. Da haben ja die Zwillinge unter meinen Zettel geschrieben. Also so komme ich ja zu gar nichts. Na, du solltest dich verschämen. Hä? Was meinst du damit? Na, die armen Zwillinge haben echt was verloren und frieren an den Ohren. Aber du? Tch, du hast überhaupt keine Kopfhörer verloren. Ach, ich höre immer nur die armen Zwillinge. Wieso kann ich nicht was suchen, was ich nicht verloren habe? Na, aber hier pinnt dein Piktogramm unter verloren. Also... Also, Karl Gustav, du musst das sofort wieder gut machen. Ach, als ob ich etwas schlecht gemacht hätte. Du hast Mitleid erweckt. Weil du den Verlierer von Kopfhörern gespielt hast. Ja. Damit bist du nur ein ganz gemeiner Sucher. Ach, Mensch, seit wann ist denn Suchen gemein? Spencer, sag du doch mal was. Weißt du, Karl Gustav, der Elvis, der wäscht dir jetzt genauso gründlich den Kopf, wie er hier rumputzt. Aber ein bisschen ist da schon dran. Mhm. Meinst du, ich soll da irgendwie wieder was gut machen, so? Ja. Sag doch mal Kasi, dass die Zwillinge Ohrenwärmer verloren haben. Ja, Kasi, Ohrenwärmer. Oder sag den Zwillingen, dass Kasi Ohrenwärmer gefunden hat. Okay, gut, mach ich. Ich mach das aber nur, weil ich noch ein bisschen Zeit hab bis zum Song. Und weil frische Luft gesund ist. Na, Hauptsache, du machst es, hm? Mach ich. Tschüss. Leute, es geht jetzt weiter bei Poldi. Wo ist das Ding bloß? Ihr könnt es mir schon glauben, so manchem fehlen Schrauben. Nur meine hatte Flügel, was ich hier nicht verübel. Doch dass sie dann verschwand, das ist schon allerhand. Ich wünsch sie mir so sehr zurück, das fehlt zu meinem Drachenglück. Flügel, Schrauben, Schrauben, Flügel, sind sie fort, ist das nun übel. Schrauben, Flügel, Flügel, Schrauben, können dir die Ruhe rauben. Ja, ja, mit Nachdenken kommt man beim Suchen am weitesten. Was willst denn du? Wieder gut machen. Und was hast du schlecht gemacht? Ach, das weiß ich auch nicht genau. Dann denk mal nach. Ach, denk du lieber nach, dass du zu deiner Flügelschraube kommst. Ach, hab ich doch schon. Na? Das bringt auch nichts. Ich hab hier was gemacht, ich hab da was gemacht, ich hab hier geguckt. Und da drüben müsst sie eigentlich liegen. Ja, ja. Hey! Ja, aber genau hier liegt sie auch. Guck, die da! Ja. Mann, du bist ja ein ganz toller Denker. Gib ja. her, gib her, gib her. Ja, bitte. Danke. So, bitte. Tschüss. Tschüss. Ach ja. Ach ja. Unsere schöne Pinnwand. Ach, so eine blöde Pinnwand. Wieso denn? Was denn? Was ist denn? Weil ich meine Flügelschraube auch ganz ohne das Ding gefunden habe. Hä? Ja, was machst du denn da? Steht da nicht gefunden? Ja. Siehst du doch, Flügelschraube. Gefunden. Aber die Sache mit deiner Flügelschraube ist doch erledigt. Dein Piktogramm muss jetzt weg. Aha. Hm. Ach, Poldi, doch kein Papier fressen. Poldi, wie wär's denn hiermit? Hey. Gefunden. Tschüss. Tschüss. Leute, es geht jetzt weiter bei den Zwillingen. Allerneueste Schrei, das ist der allerneueste.
ihr gesungen. Aber komisch, so ein Ohrenwärmer wie ihr da. Hallo Mädels, hier ist euer Kalle Gospel. Na, Zwillis, ich soll euch sagen, der Kasi. Nee, Kasi. Ich soll. Gut, dass du da bist. Ich soll dir sagen, die Zwillis. Ach nee. Was? Nee, Kasi. Was hast du denn da in der Tüte? Gib das mal sofort den Zwilling. Aber die suchen doch Kopfhörer. Ach, das ist doch Quackelkram. Du hast doch selber gesagt, dass Kopfhörer und Ohrenwärmer auf so einem Pick da. Oh, unser zweiter Ohrenwärmer. Danke, Kasi. Danke, Kasi. Aber ohne mich steckte der Wärmer jetzt immer noch in der Tüte. Oh, danke, Karl Gustav. Danke, Karl Gustav. Leute, Geff! Nun nimm doch mal deine Pfoten von meinen Pfoten. Wir müssen rüber zu den Quietschboys. Ja, ich bin ja auch gleich fertig. Du bist das Letzte. Was? Was ich hier abzustauben hatte. Leute, es geht weiter mit Lulus geheimnisvoller Erfindung bei den Quietschboys. Ein Hut, der hat drei Ecken, so hieß es lange Zeit. Jetzt mussten wir entdecken, wir wussten nicht Bescheid. Die Lulu hat bewiesen, dass es auch anders geht. Die Hüte, die wir priesen, sind längst vom Wind verweht. Heute ist es eine andere Form, die unsere Häupter schmückt. Von Kopf bis Fuß kleidet enorm. Ein Schuh, ist das verrückt? Hüte schmücken jeden Kopf. Das ist ein altbekannter Zopf. Doch diese, und das ist der Clou, sehen nicht nur so aus, sie sind ein Schuh. Die Stiefel nur zum Putzen, das ist vollständig out. Als Kopfschmuck sie zu nutzen, haben wir uns nie getraut. Wir müssen eingestehen, dass manchem sowas steht. Das ist's, was wir hier sehen, verflixt und zugenäht. Heute ist es eine andere Form, die unsere Häupter schmückt. Von Kopf bis Fuß kleidet enorm. Ein Schuh, ist das verrückt? Hüte schmücken jeden Kopf. Das ist ein altbekannter Zopf. Doch diese, und das ist der Clou, sehen nicht nur so aus, sie sind ein Schuh. Jetzt sind wir so als Jecken auch zu einem Spaß bereit. Den Fußhut zu entdecken war längst schon höchste Zeit. Der Schuh, mit dem wir laufen, und zwar oft meilenweit, der könnte glatt verschnaufen, wäre er zum Tausch bereit. Heute ist es eine andere Form, die unsere Häupter schmückt. Von Kopf bis Fuß kleidet enorm. Ein Schuh, ist das verrückt? Hüte schmücken jeden Kopf. Das ist ein altbekannter Zopf. Doch diese, und das ist der Clou, sehen nicht nur so aus, sie sind ein Schuh. Staubwischen im Studio, dann geht's schon wieder weiter. Na so. Womit denn? Was? Na, jetzt muss ich auch noch Kopfschuh putzen. Tja, Leute, das war's für heute. Tschüss. Tja, Leute, Bedarfsdeckung, Bedarfsweckung. Oder einfach tauschen. Beispiel, die Zwillinge nehmen dann zwischendurch sogar einen Ohrenwärmer für zwei in Kauf. Sowas aber auch. Und die Flügelschraube des Poldi-Fahrrads war auch wieder da. Wie sinnvoll. Flügelschraube für einen Drachen und sein Fahrrad. Mhm. Und Schuhmode für den Kopf, tja, so kann's zugehen in einem Dorf, in dem fast alles möglich ist. Leute, das war's für heute. Und bitte nicht vergessen, Daumen hoch, wenn's gefallen hat, und Abo nicht vergessen. Denn am 20. Februar 2018 ist sonst Schicht im Schacht. Euer Kalle von Spencer TV, der euch voll inhaltlich vertraut und auf euch setzt. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.